Ja, der Bernhard hat schon gesagt, es ist Adventszeit jetzt und es kommt ja wieder Weihnachten und auch in der Adventszeit, man wird nur verarscht. Ja. Also ich weiß nicht, ob Sie diese Handysprüche kennen, die man dann, also diese SMS-Sprüche, die man immer kriegt und ich habe einen, habe ich mit. Den muss man sich aufschreiben, der ist zu blöd, den muss man sich aufschreiben. Rudolf hat eine rote Nase, der Glühwein drückt ihm auf die Blase. Betrönt fliegt es von Haus zu Haus und richtet meine Grüße aus. Frohe Weihnachten, eure Spätels. Nein, aber nicht mit mir. Nein, nicht mit mir, mir reicht, ich sieh's zurück, ja. So, warte mal, wer? So, pass auf, Rudolf. Dem Weihnachtsmann geht auch nicht besser, sein Vater kommt heute unters Messer. Aufpassen muss er auf seinen Sack, sonst schneiden sie ihm den auch noch ab. Was dann passiert, das ist nun klar, jetzt kommt das Christkind jedes Jahr. Frohe Weihnachten, eure ehemaligen Spätos, Familie Hauser. So, abschicken. Was? Die haben sich gefreut. Man wird nur verarscht, auch bei den Handys, ja, man wird nur verarscht. Und ich war nie der normale Jugendliche, ja, in der Schule, mir ist das so auf die Nerven gegangen, wenn sie daherkommen und sagen, schau, mein Handy kann das. Das ist ja gar nichts, schau, mein iPhone kann das. Und ich kann mich erinnern, SMS schreiben, dann ist rausgekommen, jetzt neu, die Weltsensation. Noch nie vorher da gewesen. MMS. Bildnachrichten, oder? Inzwischen, was die Handys können, pass auf, Internet, WLAN, Erde am Brot schneiden, Butter aufschneiden, Kriegel bringen. Inzwischen gibt es sogar eine App, die rübst für dich, ja? Und dann immer diese blöde Frage, was ist denn das Highlight bei deinem Handy? Ich habe ein Farbdisplay! Ja, und ich habe mich gefreut, wie ich es gekriegt habe. Ich habe mich so gefreut. Mein erstes Handy war noch schwarz-weiß, ja? Also vielmehr schwarz-grau, dieser hellgrauen Hintergrund mit der schwarzen Schrift. Und die sind auch alles heutzutage, die Handys. Ja, die sind wasserdicht, die sind stoßfest. Mein Handy hat so ein dickes Gehäuse, wenn du da mit Lastwagen drüber fährst, das spürst du nicht. Und mein Handy hat den ultimativen Überlebenstest überstanden. Ich habe es im Sommer auf der Liege vergessen und mein Onkel, versehentlich natürlich, aber er hat sich draufgesetzt und leider nicht so, als wenn ein Handy das übersteht, dann übersteht es alles.